Verpasse ich doch. Oder? Brigitte Mosch ist eine der ganz wenigen Lkw-Fahrerinnen in Deutschland. Mit Leib und Seele. Ich bin mit dem Lkw verheiratet. Wenn ich jetzt einen Partner bekomme, wo zu mir sagt, ich soll aufhören mit Lkw-Fahren, dann sage ich, nee, ich höre nicht auf. Verschwind. Ganz guter Verdienst, viel Freiheit. Trotzdem will kaum eine Frau im Fernverkehr arbeiten. Warum ist das so? Ja, gut, sag hallo. Da braucht man kein Fitnesscenter. Kurz nach 4 Uhr morgens, Laufenburg am Rhein. Alles schläft, nur Brigitte Mosch ist schon wach. Früh aufstehen gehört beim Lkw-Fahren einfach dazu. Kein Problem für Brigitte, die von allen Biggie genannt wird. Nee, ich war noch nie ein Langschläfer. Sobald der Hahn kräht, bin ich wach. Genau. Biggie ist 58 Jahre alt. Seit über 30 Jahren ist sie Fernfahrerin. Das fordert seinen Tribut. Jeden Morgen Ritual. Tablette, Tablette, Tablette. Sie hat Diabetes und einen Magenbypass, also eine Magenverkleinerung. Biggie kämpft gegen überschüssige Kilos. Schuld an diesen sei auch ihr Job, sagt sie. Kurz vor 5. Biggie macht sich auf den Weg in die Firma. Privat fährt sie ein kleines Auto, aber etwas hat sie sich von ihrem großen Brummi abgeschaut. So, ich habe mir ein Automatikauto gekauft, weil ich im Lkw ja auch Automatik habe. Wenn ich in den Pkw reingestiegen bin, habe ich immer vergessen zu schalten. Ganz nebenbei erzählt sie, dass sie sich vermutlich heute Nacht den kleinen Zeh gebrochen hat. Naja, aber man bricht sich ja oft den Zeh, ne? Wenn man das so mitbekommt, muss man halt beobachten. Aber da kann man ja eh nichts machen. Man kann ja einen Gips anlegen. Das eigentlich was eine Bandage oder irgendwas dran. Stabilisieren. Biggie. Deshalb zum Arzt gehen oder den Job sausen lassen, daran hat die Lkw-Fahrerin keine Sekunde gedacht. Auch wenn sie sich als Festangestellte einfach hätte krankschreiben lassen können. Guten Morgen. Der Gruß gilt ihrem Eddie, also ihrem Lkw. Der gehört zwar der Spedition, aber außer Biggie darf den keiner fahren. 5 Tage wird Biggie jetzt in ihrem Lkw leben. Fahren, essen, schlafen, alles auf 5 Quadratmetern. Bevor es losgeht, auf dem Hof noch einmal volltanken. Eine klassische Ausbildung zur Berufskraftfahrerin hat Biggie nicht gemacht. Vor über 30 Jahren hat sie den Führerschein gemacht. Das hat als Einstieg in den Beruf gereicht. Es ist 5.30 Uhr, als Biggie vom Hof kommt. Die Arbeitszeiten von Lkw-Fahrerinnen und Fahrern sind in Deutschland streng geregelt. Mehr als 10 Stunden reine Zeit am Steuer sind nicht erlaubt. Doch die gesamte Schicht mit Vorbereiten, Tanken sowie Be- und Entladen ist oft sehr viel länger. Die Schicht normalerweise 13 Stunden. Man kann sie aber auch verlängern auf 15 Stunden, die Schicht. Aber heute ist die Schicht 12 Stunden. Mehr nicht. Also weil man nur fahre, wir sind ja heute nur am Fahren. Nur 12 Stunden, das ist immer noch eine ganz schön lange Schicht. Biggie muss jetzt erst einmal 50 Kilometer über Landstraße. Sie fährt solo, also ohne Anhänger. Denn den muss sie bei einer anderen Firma abholen. Doch die Zufahrt ist blockiert. Oh nein. Scheiße. Muss ich doch andersrum fahren. Mann. Oh, da passe ich da durch, da passe ich durch. Da passe ich durch. Oder? Ganz schön eng. Aber Biggie kennt ihren Eddie. Eine Situation gemeistert und dann ist das schon das nächste Problem. Ah, oh, die sind schon am Abladen. Scheiße. Jetzt müssen wir warten, jetzt komme ich nicht dran zum. Sie sind schon am Abladen, ich komme nicht an meinen Auflieger ran.
Links Biggis Auflieger, rechts ein anderer LKW. Da kommt sie wirklich nicht durch. So, ich muss jetzt außen rumfahren und durch die Halle durchfahren, rückwärts. Rückwärts durch eine Halle mit jeder Menge Hindernissen. Das ist Maßarbeit. Noch ein bisschen kurbeln, denn der Auflieger muss wirklich ganz genau getroffen werden. Erst mit Auflieger ist Biggis LKW komplett. Alles checken und abbocken, gar nicht so leicht. Da ist krumm. Ihr Bock dir. Ja, gut, Sakralot. Da braucht man Graphitensender. Die Ladung, spezielle Industriefarbe. So. Wieder rückwärts raus und auf den Parkplatz. Ablade. Bevor es weitergeht, will Biggi erst noch mal einen Kaffee kochen. Oh Gott, während das Wasser langsam warm wird, kümmert sie sich um die Formalitäten. Hier steht ja 7 Uhr, aber man war ja vor 7 Uhr hier. Und Ende vom Aufsatteln. Für ihren Arbeitgeber speichert sie alles im Bordcomputer ab. Doch sie selbst ist eher oldschool unterwegs und führt parallel ein klassisches Notizbuch. Am anderen Ende des Bordcomputers sitzt Katharina Bäumle. Sie ist die Juniorchefin der Spedition. Auch dank moderner Technik in den LKW kann sie genau sehen, wann Biggi wo mit ihrem Eddy ist. Man jetzt, dass am letzten Montag war Stau. Da stand sie innerhalb von, ist sie 4 Kilometer nur gefahren innerhalb von 50 Minuten. Das heißt, sie hatte dann eine starke Verzögerung und dadurch können wir dann darauf eingehen, was muss als nächstes passieren. Also haben Sie hier eine super Überwachung? Ja, genau. Wir können auch sehen, dass sie morgens noch getankt hat, bevor sie los ist, Abfahrtskontrolle ganz normal gemacht hat. Das hat sie uns alles durch den Bordcomputer quasi mitgeteilt und wir mussten nicht noch mal 5000 Mal anrufen, sondern wir konnten das sofort sehen auf den ersten Blick. Und natürlich auch gerade, wenn sie später ankommt, wissen wir auch, woran es lag. Wir sehen sofort, ah ja, sie stand im Stau und wir müssen nicht anrufen, was ist jetzt los, warum hat es so lange gedauert, sondern wir sehen das gerade auf einen Blick. Den Überblick zu behalten ist für die Spedition wichtig. Immerhin haben sie 160 LKW im Einsatz. Und mehrere Standorte in ganz Deutschland. Der Hauptsitz ist in Weil am Rhein mit einem großen Containerterminal. Insgesamt sind für Bäumle 180 Fahrerinnen und Fahrer im Einsatz. 70 weitere Mitarbeitende kümmern sich um Werkstatt und Büro. Die Spedition ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Martin Bäumle führt das Familienunternehmen in der 4. Generation. Eigentlich könnte er zufrieden sein. 35 Millionen Euro Jahresumsatz, gut gefüllte Auftragbücher. Doch ein Problem hat er. Es fehlen gute Fahrerinnen und Fahrer wie Brigitte Mosch. LKW-Nachwuchs ist Mangelware. Gemeinsam mit Tochter Katharina und Ehefrau Anja geht er die Bewerbungsunterlagen durch. Nee, da hattest du mir geschrieben, ob wir den einladen sollen, habe ich gesagt, ja. Okay. Tochter Katharina würde gern mehr Fahrerinnen einstellen. Das ist mehr so im Zwischenmenschlichen der Unterschied. Also wenn es zum Beispiel irgendwelche Konflikte gibt, die es hoffentlich immer wenig gibt, dann habe ich bei den Frauen schon mal gehabt, dass sie sich dann am Tag später entschuldigt haben. Sie waren nicht gut drauf, das kann ja auch mal bei jedem vorkommen. Das hatte ich bei den Männern bis jetzt noch nicht. Also es ist ein anderes Zusammenarbeit einfach. Aber den Job erledigen können beide gleich gut. Die Firma bietet Frauen extra Kurzstrecken an, damit sie abends immer zu Hause sind. Trotzdem sind von den 180 Fahrern nur 3 Frauen. Zu wenige, findet auch der Chef. Wir brauchen natürlich generell mehr Menschen und mehr Leute. Und deshalb sind wir froh um jeden, der da mitmacht, der da Spaß dran hat, für den der Beruf auch ein Stück weit Berufung ist, die das gerne machen. Und dann ist das Geschlecht völlig egal. Um die Mitarbeitenden bei Laune zu halten, gibt es einen Obstkorb und Süßigkeiten. Fast wie in einem Berliner Start-up.
Biggie hat davon 50 Kilometer entfernt natürlich nichts. Sie muss sich selber um ihr Wohl kümmern. Geht das denn ohne Kaffee? Bei mir? Nee. Nee, also ich brauche am Tag Minimum 4 Kaffee. Also von der Große. Das sind ja wieder, da passt ja mehr rein wie eine normale Tasse. In die. Genau. Also ohne Kaffee geht bei mir nicht. Da ist jetzt zwar heiß, den kann ich jetzt zwar noch nicht trinken, aber ich weiß, dass ich Kaffee habe. Dann bin ich beruhigt. Ja, habe ich gesehen. Pause zu Ende. Jetzt geht die lange Fahrt durch 4 Bundesländer los. Und ganz wie es sich ihr Chef vorstellt, Lkw-Fahren ist für Biggie kein Job, sondern eine Berufung. Also man muss mit Herz und Seele dabei sein, sonst bringt das nichts. Nicht nur Lkw-Fahrer, weil ich jetzt Lkw-Fahrer muss, sondern weil man es will, weil man sich... Jetzt zum Beispiel der Eddie, mein Lkw. Es ist ein Lkw, klar, aber es ist auch mein Kollege. Also wir schaffen zusammen. Wenn es ihm schlecht geht, geht es mir auch schlecht. So ungefähr. Wie eine Partnerschaft ist das. Ich bin mit dem Lkw verheiratet. Wenn ich jetzt einen Partner bekomme, der zu mir sagt, ich soll aufhören mit Lkw fahren, dann sage ich, nee, ich höre nicht auf, verschwind. Lkw ist mein Leben. Diese Liebe zu ihrem Lkw hat Biggie 2 Scheidungen eingebracht. Das ist für sie okay, aber dass sie ihre beiden Töchter zu selten gesehen hat, bedauert sie sehr. Ich habe halt meine Kinder nicht gehabt, meine 2 Mädels. Und das nagt schon an mir, dass ich sie, ich habe sie schon als am Wochenende gehabt oder so, oder sie sind einmal mitgefahren, aber ich habe sie nie. Ich habe sie nicht aufwachsen gesehen. Ich habe sie, wo sie in Pubertät reinkommen sind, habe ich sie nicht richtig mitbekommen. Ich habe sie nicht aufklären können. Ich war nie für sie da. Ich war zwar immer telefonisch erreichbar für sie, aber ich war nie bei ihnen. Ich habe sie nie in den Arm nehmen können. Das war schon schlimm. Das ist immer noch schlimm. Seit rund 5 Jahren ist Biggie in Laufenburg am Rhein zu Hause, in Baden-Württemberg. Das idyllische Städtchen ist ein beliebter Urlaubsort und liegt direkt an der Schweizer Grenze. Nur ein kurzer Gang und man hat die EU verlassen und Schweizer Boden betreten. Biggie lebt auf der deutschen Seite, etwas oberhalb am Hang. Sie wohnt alleine in einer Dienstwohnung der Spedition. Biggie ist im Stress. Um das Verhältnis zu ihren Töchtern wieder zu verbessern, will sie umziehen. Raus aus der günstigen Dienstwohnung und 150 Kilometer von ihrem Arbeitgeber entfernt in eine neue Stadt. Dafür wohnt sie dann in direkter Nachbarschaft zu ihrer Tochter Bianca. Das ist es ihr wert. Dann haben wir das jetzt erledigt. Nicht immer schwer. Ich habe gedacht, er ist schwerer. So, ich habe wieder eins mehr gepackt. Den Umzug in ihrer knappen Freizeit ganz alleine zu organisieren, scheint Biggie über den Kopf zu wachsen. Schon viel. Und so, ja. Normal bin ich ja immer voll bei der Arbeit, aber ich bin jetzt, klappt es mit dem Umzug und jetzt sind 2 Leute, also meine 2 Nichte sind jetzt abgesprungen am Samstag. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll jetzt. Jetzt sind wir nur zu dritt. Ich kann abends kaum einschlafen, weil ich bin ja ein Denker. Ich habe, mir qualmt als abends immer der Kopf. Das ist, ja. Hat er keinen Wegschuss? Der ist so rübergefahren. Zurück auf der Tour. Hier gibt es ganz andere Probleme. Zum Beispiel, wo ist das nächste WC? Man muss halt schon den Parkplatz suchen, wo jetzt die Toilette sind. Oder Rasthöfe, wo die Männer dann eben einfach raussteigen und ihr Geschäft
beim Raussteigen quasi schon machen. Oder es gibt auch viele Männer, die haben dann Flasche dabei, wo sie Pipi reinmachen, nur damit sie nicht anhalten müssen. Das finde ich ekelhaft. Und ich habe auch schon LKW übernommen, wo dann der Sitz, gerade jetzt hier vorne zwischen den Füßen, richtig eklig ausgesehen hat. Denke, wo was daneben gegangen ist oder so, keine Ahnung. Und auch dementsprechend gerochen hat. Biggie steuert daher einen Rasthof mit Toilettenanlage an. Oh, der Samuel. Nee, der Luca. Ist ein Kollege. Nee, das ist der Samuel. Das ist der Samuel. Da fahre ich gerade nebendran. Nach 4 Stunden Fahrt ist ohnehin eine Pause Vorschrift. Hi. Hi, Biggie. Verlierst Brot? Ja. Oh. Und? Ja, hat es geklappt, alles schon? Ja. Ja, war super. Ja. Muss rückwärts reinfahren. Ja, hab ich mir. Weil sie abgeladet sind, ja. Ja. Obwohl ihr schon um 4:30 da wart, gell? Ja. Ist eine gute Fahrt, gell? Ja, ich weiß so. Kommt gut durch. Auch so, wir hören uns. Ciao. Ja. Pro Toilettengang muss sie 1 Euro bezahlen. Das geht ganz schön ins Geld. Zurück im LKW schaut Biggie nach ihrem schmerzenden Zeh. Oh ja. Stirb blau. Biggie überlegt. Bei einer kleinen Zeh wird nichts gemacht. Da wird ein Bandage. Ich glaube, 2 Zehen wären zusammengebunden. Glaube ich. Hätte ich es voll Scheiße her. Meine Am Ende soll es ein Pflaster richten. Biggie sitzt ihre vorgeschriebene Pause ab. Sie ist halt immer irgendetwas. Essen tut sie nicht. Überhaupt das mit dem regelmäßig und gesund ernähren ist ein großes Problem auf dem LKW. Na, wenn ich jetzt Pause habe, ich habe keinen Hunger. Ja? Dann esse ich eben, ich habe jetzt Paprika hier. Dann esse ich die Paprika dann während der Fahrt und ist mein Hunger wieder gestillt. Aber jetzt, wenn ich Pause habe, habe ich halt keinen Hunger. Und das ist das, was bei der LKW-Fahrer aufsetzen tut. Während der Fahrt zu essen. Wie wenn man Pause macht und man isst, so wie der Samuel, der ist draußen, der hat gegessen und ist draußen rumgelaufen. Ist halt ein Junge, der achtet halt auf sie. Aber die alte Esel, wie mir oder wie ich, der achtet da eigentlich nicht drauf. Der isst halt, wenn er Hunger hat, ne? Oder wenn, ne? Eben. Das ist, ja. Wieder auf der Straße gibt Biggie den gesunden Paprikaschnitzen eine Chance. Hier im LKW ist sie ihre eigene Herrin, aber auch ganz schön alleine. Einsamkeit, ja. Irgendwo schon, ja. Man ist halt viel allein. Jetzt gerade im Fernverkehr, man kann machen, was man will, man kann mal Musik laut drehen, man kann sie auslassen. Ja, ist halt, wenn man allein ist, ist man halt, man kann halt machen, was man will. Ne? Einsamkeit kennt Biggie ja auch von zu Hause. Eine der wenigen Freundinnen, die sie hat, ist ihre Arbeitskollegin Ruth Müller. Die beiden kennen sich seit rund 1 Jahr. Beide sind geschieden, beide fahren LKW und auch das für dieselbe Spedition. Das verbindet. Kaffee trinken dann zwischen Umzugskisten. Für Kollegin Ruth kein Problem. Liegt immer noch da. Ja. Schmecken sie gut? Ja, lecker. Wie immer, oder? Immer lecker. Ja. Und du kennst mich ja, ne? Ja, viel Spaß. Ja, sind meistens zu wenig. Ja. Ruth hat erst vor knapp 2 Jahren eine Umschulung vom Arbeitsamt zur LKW-Fahrerin gemacht. Allerdings fährt sie andere Touren als Biggie. In Rheinfeld? Ich fahre nur Tagestouren. Warum? Erstens habe ich noch Tiere zu Hause, denn mein Papa noch. Und mir liegen die Langstrecken nicht so, weil ich das nicht gewöhnt bin.
Auch wenn sie nur drei Fahrerinnen im Unternehmen sind, automatisch verstehen tut man sich da nicht. Ich habe mich gefreut, wo ich Trud im LKW gesehen habe. Ich bin gleich zu ihr rüber. Wobei ich sagen muss, wenn sie jetzt, da bin ich ehrlich, wenn sie jetzt so lange Fingernägel hätte, angemalte oder geschminkt wie ab, wäre ich nicht auf sie zugegangen. Aber sie ist natürlich wie ich. Ich finde es super, wenn Frauen LKW fahren, kein Thema. Aber ich muss auch arbeiten können. Ich muss auch meine Arbeit machen können. Ich muss nicht nur fahren, ich muss auch abladen können. Oder ich bin in Italien auf der Straße, auf der Autobahn gestanden, habe Reifen gewechselt. Ich habe zwar 4 Stunden gebraucht, aber ich habe einen Reifen gewechselt. Und das kann man nicht mit so Fingernägeln. Geht nun mal nicht. Über die im Teig ausgebackenen Apfelringe, Apfelküchle, kommen die beiden ins Träumen. Fahren wir nach Genua. Ja, sofort. Ans Meer. Ja. Der Hafen ist ja geil. Sag mal dem Chef, denn ab morgen sind wir nicht mehr da. Wobei, statt Genua zurück auf der Strecke in Deutschland. Biggie muss die Fahrt unterbrechen. So, wir kommen jetzt an die Ausfahrt Sangerhausen Süd. Da gibt es einen Autohof. Diese müssen wir jetzt anfahren. Theoretisch dürfte sie noch eine Stunde fahren. Allerdings würde in diesem Radius kein Rastplatz für die Nacht liegen. So, jetzt gucken wir mal. Noch ein schönes Plätzchen bekommen. Eingabe speichern, okay. Und jetzt gehen wir raus und drücke hier auf Pause. Genau. So, jetzt machen wir den Motor aus. Der erste Platz auf dem Rasthof, gleich neben den Toiletten. Das ist Biggie wichtig. So, halt. Da ist der Sprit noch teurer wie bei uns. 1,92. Wahnsinn. Der LKW steht in der prallen Sonne. Es ist 17 Uhr und im Schatten hat es immer noch 30 Grad. Und kein Baum, der Schatten spendet. Als erstes verdunkelt Biggie ihre Fahrerkabine. Ihr LKW hat zwar eine Klimaanlage, doch damit die läuft, müsste auch der Motor laufen. Das kostet Sprit. Die Umgebung lädt nicht zu einem Spaziergang am Feierabend ein. Die Rasthöfe liegen meist in Industriegebieten. Sie sind für Autos gemacht, nicht für Fußgängerinnen. Zum Abendessen hat Biggie keine Lust mehr auf Paprikaschnitze oder Brot. Sie will etwas Warmes essen. Und nun ja, wirklich ausgewogen und gesund ist das Angebot auf dem Rasthof nicht. Eben, dann ist das schon. Ja. Wenn ich jetzt auf den Autohof gehe, früher hätten wir miteinander geredet. Jetzt hockt immer einer, hocken immer die Lkw-Fahrer allein am Tisch. Das sieht man richtig, das sind Lkw-Fahrer, die hocken immer alleine. Statt dass man mal zusammensitzt, und das war früher so, da ist man zusammengesessen, hat geredet miteinander, auch wenn man sich jetzt nicht gekannt hat. Auch den restlichen Feierabend verbringt Biggie alleine. Das Abendprogramm, Filme gucken im klimatisierten Lkw auf einem Tablet. Schön bequem, aber eben auch einsam. Okay. Ja, sowas sollte man halt eine Million Dollar. Gegen 20 Uhr heißt es dann Bett fertig machen. Die Toilette des Rasthofs ist auch das Badezimmer. Inzwischen füllt sich der Rastplatz. Jeder freie Platz wird zum Parken für die Nacht genutzt. Biggie wirft noch einen Blick auf ihren Zeh. Das Pflaster muss es richten. Aus Blödheit, Mann! Draußen ist es noch hell, doch Biggie muss schlafen. Der Wecker ist auf 3 Uhr gestellt, damit sie planmäßig um 4 Uhr losfahren kann. Doch der Start am nächsten Morgen ist hektisch. Biggie hat verschlafen. Es ist schon kurz vor 4 und der blöde C hat die ganze Nacht wehgetan.
geht's denn im C? Dem geht's. Aua. Schnell den Müll entsorgen und ab in die Raststätte zum Zähneputzen. Da die Zeit knapp ist, zieht Biggie sich einen Kaffee am Automaten. 3 Euro kostet eine kleine Tasse, doch die Zeit für den Wasserkocher im LKW hat Biggie an diesem Morgen nicht mehr. Und ohne Kaffee kommt sie nicht in den Tag. Und dann schmeckt der Kaffee nicht einmal. Oh, ist das eklig. Aua, heiß. Und eklig, ohne Milch. Das ist zu voll. Eigentlich hat Biggie 1 Stunde für den Start in den Tag geplant. Jetzt muss es halt in 30 Minuten klappen. Schnell noch der Kontrollgang. Der Lärm kommt von einem Kühllaster. Er hat sich in der Nacht hinter sie gestellt. Und die Kühler laufen die ganze Zeit. Auch ein Grund, warum die Nacht so schlecht war. 4.20 Uhr. Biggie startet mit 20 Minuten Verspätung die Tour. Ich habe den Wecker ausgemacht, früher, bevor er geklingelt hat. Und ja, ich war zwar früher wach, aber dann vergisst du halt doch die Zeit. Voll blöd. Ja, ja. Jetzt müssen wir halt ein bisschen hitzen. Langsam geht die Sonne auf. Ein Stau wäre jetzt das Letzte, was Biggie brauchen könnte. Schnell den Verkehrsfunk checken. Doch, jetzt. Okay, ich rum. Ich rum. Ich hab's nicht richtig gehört. Biggie kennt die Strecke und weiß, wo sie am schnellsten durchkommt. Und sie hält sich nicht ganz an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h von Lkw auf Landstraßen. Na, jetzt fahren wir halt 68, da kann keiner was sagen. Ja, ich schluck Kaffee. Ich bin heute nicht wach. Ich habe gerade nicht richtig geschlafen. Die letzten Kilometer führen Biggie durch kleine Dörfer. Und sie schafft es tatsächlich noch pünktlich an ihre Ausladestation. Hier muss sie eine Sicherheitsweste und Sicherheitsschuhe tragen. Biggie ist ganz alleine dafür zuständig, dass die Farbe aus ihrem Auflieger in die Tanks der Firma kommt. So, eine Runde. So, läuft. Nachdem die Farbe raus ist, muss sie die Tanks noch sauber machen. Biggie ist auf dem Weg zum nächsten Auftrag. Die Hektik vom Morgen ist verflogen. Ich sag mal so, ich bin jetzt in einem Alter, wo man ruhig wird. Früher war das schon anders. Da war ich dann also ein richtiger Hitzkopf, immer Vollgas gefahren und alles. Und jetzt, ich fahre jetzt 83, mache alles gemütlich. Man hat nur ein Leben. Das möchte ich. Ich möchte mal nicht das Hirn einrennen. Oder in einen Burnout oder so. Ich mache da ganz gemütlich. Einige Wochen später schickt Biggie eine Nachricht. Der C ist wieder heil und der Umzug hat auch geklappt. So, hallo. Ich fühle mich wohl und ich bin in der Nähe von meiner Tochter. Mein Ex-Mann kommt auch öfters, ja, und hilft mir bei der Lampe aufhängen zum Beispiel. Ja, es ist wirklich schön. Biggie versucht jetzt alles besser unter einen Hut zu bekommen. Fernfahren und die Familie.